Heute Horde, Auge des Sturms, aus Sicht eines Treffsicherheitsjägers. Ich bin sehr gespannt. Was mir allerdings zuerst auffällt, das ist das Interface. Also unten alles wirklich sehr kompakt, sehr blockartig geformt. Der erinnert an ein einziges Tetris-Level da unten. Und dafür oben ein bisschen mehr Freiraum, links dafür dauerhaft präsent die Schlachtfeldkarte. Ganz rechts haben wir die Übersicht der Gegner, gleich mit Speck und Co. dabei. Und wir haben links dann nochmal so einen dicken Tetris-Würfel, ja, mit der eigenen Teamanzeige. Dazu auch gleich ein Reichweiten. Indikator, ne? Die transparenten Kollegen, die sind eben weiter weg. Die, die ein bisschen gesättigter sind in der Farbe, die sind in der Nähe, sehen wir hier an dem Demon Hunter Kollegen zu seiner Rechten. Gefällt mir erstmal außerordentlich gut und ich denke, damit kann man sehr, sehr schön arbeiten. Ich sehe außerdem unten rechts, er hat diesen Sniper-Shot mitgenommen. Das ist, naja, ein Scharfschützen, Heckenschützenschuss oder wie auch immer er im Deutschen heißt, ein PvP-Talent. Und das Ding hat eine ordentliche Range, hat dafür auch eine ordentliche Castzeit, aber wenn der sitzt, Bro, dann brauchst du ein Dev-CD. Mal schauen. Oder eine Menge Vielseitigkeit. Oder ein Heiler im Nacken. Mal sehen, wofür sich die Gegner hier entscheiden werden. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Also da pushen sie ja gerade wunderbar raus. Sehr schön da mit dem bindenden Schuss gerade so ein bisschen Zeit erkauft. Jetzt kommt der Sniper-Shot auf den Monk. Mal gucken. Ja, Junge, der hat gut reingebrettert. Aber ich sehe da hinten doch mindestens einen Heiler. Und der kann natürlich in der momentanen Position sein Team wunderbar retten. Oh, und retten, das muss jetzt auch etwas sein, was für unseren Troll ja eintritt, weil das ein Eisketten, da kommt der Stun, da ist ein wirbelnder Krieger, da kommt die Lähmung, Junge, ja. Und das war alles. Das war PvP-Talente, da ging sogar noch die dunkle Transformation von unserem Unheilig-Todesritter mit der Verstärkung davon an, deswegen war die Höllenkette noch präsent und da konnte er nur noch umfallen. Ja, Erfolgsfähigkeiten, PvP-Talente, alter Stunts und Hard-CDs, also das war kompletter Feierabend. Problem ist jetzt nur, die kommen jetzt natürlich langsam, aber sicher zu der Basis vorgerückt, die unser Troll eben erobert hat und es sieht nicht so aus, als würden die gerade vor irgendetwas Halt machen. Gerade der Krieger hier vorne, nochmal ein Sniper. Sniper-Shot. Ja, der hat auch gut Schaden verursacht, aber der Krieger scheint ordentlich Vielseitigkeit zu haben und darum dreht sich ja nun mal alles im PvP und der lässt sich hier gar nicht aufhalten. Schön bei den Ventür verurteilen, an verurteilen, jetzt mittlerweile den zweiten Heiler konnte ich auch sehen, ist ein Schamane, wenn ich mich nicht verguckt habe, ja. Da passt auch ganz gut zu der rechten Übersicht und sie müssen jetzt schauen, dass sie irgendwie an die Heiler rankommen. Also das ist ja ein rigoroses Vorrücken hier mit herrlichem Positioning und ich hoffe mal nicht, dass sie hier jetzt überrannt werden. Der Monk da drüben, Junge, der frisst natürlich schön von unserem Hunter. Ja, da kann er auch wirklich gut snacken, ne? Die Arkanenschüsse, die Volksfähigkeit am besten noch mit rein beim Troll, gibt, glaube ich, ein bisschen Tempo, ne? Und dann schön mit dem Schnellfeuer, Sperrfeuer, gezieltem Schuss, ganz egal, alles muss schießen, alles muss feuern, Leute. Der absolute Traum. Und jetzt sogar sehen wir hier vom Ardenwald noch die Klette mitgeworfen, Soulbind-Talent. Das ist im PvP natürlich semi-geil, weil die Leute müssten drin stehen bleiben, ne, um das Maximum an Schaden rauszuholen. Aber wenn du dann einen Stun erwischst, dann kann das natürlich noch einen zusätzlichen Tick bewirken. Und jetzt haben sie wirklich sehr schön zurückgedrängt, sehr, sehr gut. Da gehen auch die Wildsamen an, sehen wir hier. Jawohl, auch die werden noch zerschlagen, könnten ja sonst für so eine Art kleinen Battle-Red sorgen. Ne? Wissen wir auch vom Ardenwald, wenn man Ziele tötet, die das mitgenommen haben, dann kommt nochmal so ein Wildsamen und versucht eben, für die Regeneration zu sorgen und wenn man den nicht schnell genug zerschlägt, dann setzt das auch wirklich genauso ein. Jetzt werden hier noch so ein paar CDs gezogen, schön auf Range, Junge. Ach, und das Ding, das müsste mal so richtig doppelt und dreifach kritten. Ja, wie der gezielt hier jetzt hier, herrlich. Und was für eine Range, Freunde, oder? Das ist natürlich das, was den Treffsicherheitsjäger auch besonders macht. Ich bin eigentlich kein großer Freund von ihm, deswegen freue ich mich sehr auf das Gameplay, damit ich es danach dann sein kann, ne? Weil Überleben macht mir einfach viel zu viel Spaß und Tierherrschaft, ja, damit habe ich damals angefangen, ne? Das war mein erster Main, dann diese ganzen Pets zu haben, das ist so ein bisschen das, was den Hunter eben für mich zum Hunter macht, ja, und da hat letztens auch wer im Stream gefragt, so, warum spielst du Tierherrschaft? Das treffen sie ja halt nicht besser, und da habe ich auch nur gesagt, du raid dich irgendwie bei Limit oder so, ist mir doch scheißegal, was gerade besser ist, Junge, das macht Laune, so nämlich, und hier, jawohl, auf Wiedersehen, da hat sich der Krieger verabschiedet, sehr, sehr schön, ich weiß gerade nicht, wie die Fähigkeit hieß, Sprengfeuer oder so? Kann das sein? Das ist ja im Melee-Bereich, ne? Im Nahkampfbereich vom Hunter, um sich nochmal so ein bisschen frei zu machen, nicht nur oben rum. Ja, und das waren jetzt wieder viel zu viele. Also, sie können sich da ganz gut Raum und Luft verschaffen, aber eben nicht auf Dauer, ne? Nichtsdestotrotz konnten sie jetzt die Flagge erstmal für sich beanspruchen und natürlich wichtige Punkte in dieser Hinsicht erstmal sichern. Wunderbar, ja. Und das ist natürlich so ein Rückstoß. Das ist herrlich im Arati-Becken an der Segel, das ist herrlich im Auge des Sturms an der Flagge. Ja, da haben unsere Priester ja auch so eine Lichtexplosion, die mitskillen, oder ein Shami mit Gewitter, ein lustiger Dudu mit einem Typhoon, ne? Da hat man viele, viele Möglichkeiten und unser Hunter versucht hier seine Range wirklich auszuspielen. Da hinten, ja, den Hexer einfach am anderen Ende des BGs ins Target genommen, Junge, und da knallen die Schüsse jetzt aber auch rein. Guckt euch das an, da Crit an Crit und Feierabend. Das ist natürlich geil.
Problem ist eben als Hunter, du brauchst auch wirklich eine geile Position und ein freies Schussfeld. Das hat er jetzt hier, aber eigentlich kann er sogar nachsetzen. Yo, Schuss an Schuss. Da wird der Legolas sogar neidisch. Da war einfach ganz schnell das Licht jetzt aus und auch da drüben. Na, der Kollege Jäger, der hat aber nochmal gute Heilungen bekommen. Ob das reichen wird auf Dauer? Oh, kann er da jetzt nochmal nachsetzen? Macht er. Freunde, das war natürlich gerade diese Essenz vom Treffsicherheitsjäger. Der andere sich schön auf Max Range aus der Affäre gezogen, aber der MM denkt sich, Bruder, das ist Max Range. Kenne ich nicht. Nächster gezielter Schuss angesetzt. Boom, zwischen die Augen und schön mit den vielen roten Pfeilen hinterhergeschossen und auch das Leben des DHs da beenden können. Oh, hier ist ein Hexer, der hat dolle Bock. Oh, Kataklysmus reingepfeffert, aber zu mehr kam er dann auch nicht. Das nehmen unsere Hordler einfach so, wie es kommt. Fetter Initialschaden und Feuerbrand dort mit drauf, aber das nehmen sie voll in Kauf. Sehr schön, also die Horde konnte sich jetzt hier nach diesen anfänglichen Problemen eine sehr schöne Position sichern. Die Frage ist nur, können sie die auch lange halten? Wenn ich das da vorne sehe, gerade auch mit den HCDs der Allianz, alleine der unheilige Kollege da, ne, mit seiner gemorften Monstrosität, eigentlich ja die Armee der Toten, aber durch das PvP-Talent dann ein fetter Koloss, ja, dann auch die Apokalypse reingepfeffert und unser Hunter, der hat hier so eine tolle Zeit, oder? Steht ganz hinten, wartet drauf, dass die Flagge gleich wieder da ist. Oh, muss jetzt ein bisschen aufpassen. Damn, das ist natürlich sehr ärgerlich. Krass, hat er ihn gerade in die Falle geschossen? Bro, sehr, sehr fresh. Und der DHDD ist jetzt auch zum Glück mit dabei. Versucht dem Hunter so ein bisschen den Rücken frei zu halten. Aber guck mal, da geht ja gar nichts runter gerade. Oh mein Gott, jetzt ist die Flagge leider erst wieder da. Jetzt, wo die Allianz auch langsam wieder Fuß fassen kann, ja auf dieser Ebene. Hexapet ist auch reingeschickt worden. Will er jetzt versuchen, die Flagge zu nehmen? Nee, er versucht lieber vorne noch ein bisschen was rauszuhauen, weil das könnte er höchstwahrscheinlich eh nicht schaffen. Ja, da kommt der Krieger rein mit dem Schattentor der Venthöhe über den Soulbind verbessert, dass es desorientiert beim Wiederaustritt und dann direkt mit dem Wirbeln angefangen. Ja, Hauptsache alles unterbrechen, Fettschaden rein. Oh, hat er noch einen Rückzug? Yo, bringt sich da wieder schön in Sicherheit und flitzt jetzt einmal wieder nach oben und muss jetzt zusehen, dass er irgendwie Land gewinnen kann. Oh, was ist mit dem Krieger? Was macht der denn? Der hat ja gar keinen Bock auf unser Hunterlein. Kann das sein? Der verlässt sich hier voll auf seine Heiler. Ja, und das nicht zu Unrecht, wie wir sehen. Oh, 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 und diese Situation kennen wir. Der Todesritter da mit seinem Challenge-Mode-Gear und den Höllenketten. Na, da kommt der Aspekt der Schildkröte. Da ist zum Glück auch der Todesmantel dran vorbeigeflogen. Da kommt ein Glaubenssprung. Das signalisiert natürlich auch einem Spieler, Hallöchen, du wirst gerettet, dein Heiler ist da, geh da gefälligst wieder rein. Jetzt nochmal mit den HCDs. Der Sniper mit TZ-Sniper-Shot, Junge. Schön, den Pelli-Heal dazwischen die Augen. Aber Belly hier und Dudu, Leute, da macht man erstmal gar nichts, wenn die noch was ready haben. Aber unser Hunter, der gibt nicht auf, der schießt da weiter rein. Aber der Belly war jetzt immun. Hand des Schutzes, Bubble und Co. Die machen es natürlich den DDs nicht einfacher, hier an den Heiler ranzukommen. Der Krieger da direkt wieder rausgesprungen. Und man weiß gar nicht, auf was soll man hier zuerst gehen, ja? Monks hüpfen da rum, tausende Pets, Hunter dabei, Krieger, Paladine, Heiler da hinten natürlich, ne? Und unser Hunter, der muss eigentlich auf die Heiler gehen, das weiß er ganz genau, ne? Er switcht nämlich auch immer wieder und sucht eine günstige Gelegenheit. Da, schön erstmal, 30% Leben weggezimmert, Junge. Davon nochmal 3-4 Schüsse und dann ist das Licht auch aus, aber leider haben wir Global Cooldown. Leider haben wir Abklingzeiten und die Heiler, die lassen sich das natürlich nicht gefallen. Die ziehen dann genauso mal einen CD oder helfen sich gegenseitig. Das sind da ja 2-3 Heinis, die so ein bisschen rumhopsen und das ist natürlich eine sehr gefährliche Situation, weil unser Hunter, der will natürlich auch die Ziele wegsnipen, die sich gerade anbieten, ja, so den ein oder anderen Kill holen, aber er muss natürlich mit dieser Range, wenn die anderen noch nicht durchkommen, auch den Heilern auf den Sack gehen. Und wenn es nur das ist, ab und zu mal unterbrechen, ja, einfach, dass sie sich auch um sich selber kümmern müssen und nicht nur freecastenderweise vorne alles, ja, im Rahmen halten können und das ist extrem wichtig und das macht manchmal auch nicht so viel Bock, aber es ist eben das Beste, was man dann für das Team in dem Moment tun kann und das hat er hier sehr schön mit dem Hin- und Hergewechsel, denke ich, auch über die Bühne bringen können. Und jetzt drängen sie doch die Allianz zurück. Ja, die Horde rennt, die Allianz schlägt zurück, aber dann dreht sich das natürlich immer wieder hin und her. Ja, und momentan glücklicherweise zugunsten unseres Trolls. Oh, Paktfähigkeit der Necrolords jetzt hier beim Todesritter macht massiven Schaden und zieht regelmäßig Ziele ran wie so ein Todesgriff. Da sehen wir es wieder. Oh, und das ist natürlich tödlich für unseren Hunter. Fullstun jetzt hier vom Monk und wieder der Priester mit dem rettenden Glaubenssprung. Also der hat dolle Bock, aber auch der DH kommt hinterher, schießt da runter, konnte sich mit seinem Teufelsrausch aber retten. Junge, die haben mit sowas von Bock gerade und guckt euch mal die Basen an. Also auch außerhalb passiert hier einiges, ne? Das ist nicht mal die volle Truppe, die ja immer in der Mitte aufeinander clasht. Nein, auch außerhalb ist noch der Teufel los oder in dem Fall der Troll, ne? Der Loa, der dunkle, böse Voodoo und jetzt wird es langsam sehr, sehr eng. Ich sehe deutlich zu viele gegnerische Leisten und auch wenn wir jetzt hier einen guten Heiler im Nacken haben, versucht er, wow, den Monk noch mitzunehmen. Das konnten sie auch schaffen. Ich wundere mich ja, wie lange er hier gerade aushält. Ist ja unsichtbar für die Gegner. Sind es wirklich
alles nur Pets, ne? Sind es nur die Totems? Ah, jetzt kam der Switch. Ja, die Allianz hat sich auch erstmal auf andere Ziele konzentriert und dachte sich, ja, ja, den Troll, den natzen wir gleich auch noch aus dem Leben. Lass den da so ein bisschen schießen, lass den noch einen Kill mitnehmen, aber gleich. Gleich ist Feierabend. Ich sehe gerade unten links, ne, den Chat. Oder es ist so ein typischer BG-Chat, Leute. Es waren ja letztens auch wieder Ferien. Na, und wir wissen, auch unsere jüngeren Mitspieler, die können brillieren, die können glänzen, aber manchmal ist halt auch das Gegenteil der Fall, oder? Das müssen wir fairerweise dazu sagen. Oh, jetzt hier Hexer und Paladin. Das ist natürlich sehr, sehr gewagt. Der Hexer kommt auch gleich mit den CDs, mit den Paktfähigkeiten, heilt sich dagegen. Oben den Pala wunderbar in die Falle gepackt. Aber habt ihr das mitbekommen? Der hat jetzt so viel vorbereiten müssen, unser Hunter. Der hat den Hexer nicht 1% runterbringen können. Die ganze Zeit das Schild, das Gegenheilen, Paktfähigkeit und Co. Und der Heiler, der war vollständig in der Falle. Und er konnte einfach jetzt leider nicht viel reißen. Er geht jetzt selbst nach vorne, das habe ich ja seit Jahren nicht gesehen, Freunde. Er rennt gerade wirklich zu seiner Leiche, ne? Anstatt den Todestimer da zu nehmen. Also das ist natürlich auch Liebe zu dieser Basis, ja, dass man sagt, nee, komm, ich will hier gerade keine Sekunde verschwenden. Ich will jetzt hier diese paar Sekunden gerade noch mitnehmen und dann perfekt hier in der Mitte annehmen. Und ja, meine Präsenz alleine hat die ganze Basis gerade geklärt. So wollen wir das haben, Freunde. Trolle, Von Sandy, großer, böser Voodoo. Da hatten wir es wieder, oder? Sogar die Geisterpräsenz hat ausgereicht. Sehr, sehr schön. Hier kommen einige Hordler jetzt noch dazu, werden aber sofort abgefangen. Oh boy, da kommt Schaden rein. Hand der Freiheit hier von unserem Paladin. Aber der versucht sich auch nur aus der Affäre irgendwie zu ziehen. Basentechnisch sieht das wieder ein bisschen stabiler aus. Allianz hat allerdings die Flagge. Das wird sehr, sehr knapp. Wenn sie die hier jetzt schaffen, wenn sie die hier jetzt unter Kontrolle bringen, und das sieht gerade sehr, sehr gut aus, schade, gerade dieser CC vom Dämonenjäger, der hat dolle Bock auf unseren Hunter, der weiß, dass der gefährlich ist mit seinem I-Beam-Lego, ne, wo er dann noch einen zweiten DH beschwört, aber da kam ja einiges reingekracht, Junge. Dudu, ja, die Eule mit dabei gewesen, Feuermage mit Einäschern in seiner Rune und unser Hunter am Rumhüpfen und immer mal einen Shot zwischen die Augen schießen, Freunde, so muss das nämlich sein und auch hier jetzt schön dem Hunter-Kollegen danach setzen, jeder geht gefühlt auf was anderes, der Mage auf den Heiler beschäftigt, den der Hunter versucht, den anderen Hunter wegzuziehen. Jetzt das Standtotem, genau, von unserem lieben Shami. Sehr schön, hat er nochmal so eine kleine Verschnaufspause ermöglicht, nur halt für die Allis nicht. Und jetzt muss da doch mal was umfallen, das gibt's doch gar nicht. Was macht der Pelli hier für einen grandiosen Job? Vielleicht sollte unser Hunter, ja, wollte ich sagen, jetzt auch mal mit drauf wechseln. Der geht nämlich entscheidend da down, die letzten Prozente, möglicherweise gemeinsam. Aber nein, der hat ja gar keinen Bock. Jetzt von der anderen Seite wieder der Krieger noch am Start. Junge, die Heiler der Allianz, die machen ja einen wahnsinnigen Job. Jetzt unser Hunter ja auch gerettet von unserem Pelli mit der Hand des Schutzes immun gegen körperlichen Schaden und vielleicht reicht der Schaden jetzt, ja. Das kann reichen, so ein Moment, ja, wo man einfach unantastbar ist. Wenige Sekunden, aber eben wichtige Sekunden. Entscheidende, in denen man noch eine Fähigkeit durchzimmern kann. Und das waren ja gerade wenige Prozente, die den gegnerischen Pelli immer wieder von Leben und Tod getrennt haben. Auch der Drohruf, um nochmal ranzukommen. Aber auch da knallt der Explosivschuss nochmal zwischen die Augen. Warum ich gerade übrigens auf das Standtotem kam, liebe Leute, das liegt daran, dass das das Totem der statischen Aufladung ist. Und mein Kopf so, Bruder, fusionieren wir die Wörter doch einfach. Und schon haben wir das Stand-Totem. Ne? Solltet ihr also demnächst in der Arena oder so diese Ansage hören, dann wisst ihr, ja, da will jemand Zeit sparen. Ne? Und ich muss entsprechend reagieren als Schamane, der ich bin. Oh, und auch den weggeschottet. CD oder nicht, Aszendenz oder Stand-Totem, ganz egal. Das war einmal Licht aus für die Gegner. Sehr schön. Die Horde jetzt in einer sehr, sehr guten Position. Das müssen sie jetzt nutzen. Der Dudu, guckt euch das an da vorne, Junge. Hexerportal. Nein, danke. Fliegt er mit seiner Reisegestalt hin und her. Junge, Glaubenssprung. Das ist hier eine regelrechte Kette, wie der gerade supportet wird. Und das ist schön zu sehen, weil das bedeutet natürlich, die Horde, die hat richtig Bock. Du, auf dem Blutelfenturm haben die nicht so Bock. Das ist wieder der Pelli mit dem Hexer. Leider die Falle diesmal nur das Pet erwischt, aber besser als gar nichts. Und der versucht jetzt mit seiner Seele Gestalt wirklich hinterherzukommen. Also auch die Allies wissen, es geht hier jetzt ums Ganze, ne? Es geht um die Wars. Oh, und der Krieger, ja, der kommt wieder hinterher, der hat dolle Bock. Das ist, glaube ich, auch der, der vorhin noch versucht hat, mit Drohruf und Co. an den Hunter ranzukommen. Wenn der jetzt nichts ready hat, dann wird er jetzt zerlegt. Aber hallo, oh, Aspekt der Schildkröte, der Wari, der ist so wütend, ne? Der ist so unglaublich wütend, jetzt sogar das Schattentor gekickt. Jetzt wollte er escapen. Es wird mich nicht wundern, wenn der sich nochmal umdreht und versucht, nochmal den Kill zu snacken. Aber nein, er rennt lieber erstmal weg, versucht jetzt doch die Basis zu retten. Da war ja auch ein Heiler dabei, der ist jetzt weggeschossen. Wenn der Sniper-Shot jetzt sitzt, dann muss es das eigentlich gewesen sein für den Krieger. Aber nein, der hält aus, Junge. Der hält aus und da kommt der Paladin mit dem Richturteil. Schade. Sehr, sehr schade.
stark, aber auch wirklich gespielt von den Gegnern. Also der Wahnsinn, wie die gerade Bock haben, ja auf die letzten Sekunden das Ganze doch nochmal zu drehen und zu wenden. Aber die Horde hat immer noch die Flagge, die Horde hat auch eine Base und wenn die dann drin ist, spätestens dann sollte das hier der Win sein. Sie müssen jetzt eigentlich nur gucken, dass sie aushalten, dass die Allianz jetzt hier keine Fikukchen, keine Ringelpiets mit Anfassen veranstaltet. Und das dürfte es gewesen sein, der Support, oder? Mit den Federn, persönlicher Heiler, Falle und Leuchtfeuer. So muss das aussehen, Leute. Die Leuchtfeuer brennen. Die Allianz ruft um Hilfe. Ja, aber niemand wird antworten. Das BG ist vorbei. Sehr, sehr schöne Runde. Hat unglaublich viel Spaß gemacht zuzusehen. Ich hoffe, das war bei euch genauso. Dankeschön fürs Zuschicken. Dankeschön fürs Angucken. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge, wenn ihr wollt. Bis dahin, bleibt gesund und tschüss.